Das war der Bereich hier. Hier hatten wir das Secret gefunden, ja. Hier müssen wir den Golem für aufladen. Da haben, sind wir runtergesprungen. Okay, letzte Kammer wäre das dann jetzt. 1, 0, 1, 1, 0, 0. Puh, ich weiß echt nicht, was mich da drin jetzt erwartet. Etwas zum Runterspringen. What the hell is that? Oh. Oh shit. Unsichtbare. Ja, komm ruhig her. Hier kannst du mir nämlich nichts. So. Retaliation. So. Wer hat noch nicht? Kugeln, das ist gut. Mit der Resistenz bin ich mir halt noch nicht sicher. Letzter Spiegel rufe ich mich an. Chief Boots. Ich bin nämlich mir nicht sicher, ob ich die Dings, die Resistenz einfach so aufgeben soll, die 15%. Ob es das nicht viel mehr wert ist als das bisschen mehr Integrity. Wobei, wie viel Integrity würde ich durch die Stiefel kriegen? Jetzt bin ich bei 91. Ah, 150 Integrity dadurch. Da ist der Teleporter raus, aber die Kammer schreit jetzt doch wirklich nach einem Secret. Nämlich hier drüben, garantiert ist hier irgendwo ein Secret. Das könnte ich mir verdammt gut vorstellen, dass das Secret hier versteckt ist. Noch nicht hier. Das Problem ist, wenn das wieder so ein mieser Knopf ist, der irgendwo versteckt ist. Werde ich ihn nicht finden. Vor allem, das ist so auffällig. Guckt euch das mal an. Hier ist der Balken doppelt. Ja gut, hier ist er auch doppelt.
Hier ist der Balken aber zum Beispiel nur einfach. Nee, hier ist definitiv nichts an denen. Denen scheint auch nichts zu sein. Hier auch nicht. Ich habe halt das Gefühl, dass das hier aufgehen würde. Ich könnte jetzt einfach pausieren und nachgucken, aber... Nee. Nebenbei, wir haben fast Max Level erreicht. Wie viel brauchen wir noch für Max? 704. Ob wir das erreichen? Weil Max Level wurde auf 16 gesetzt. Mit einem der letzten Patches. Und ja, sofern wir nicht noch einen Circuit Point finden, können wir nur eine von den beiden Waffensachen verbessern. Und ja, ich würde dann das hier verbessern. Und den Relasher. So. Erstmal unnötiges Zeug wegpacken. Ah, die Handschuhe. Oh, ich habe von Crafts Gauntlets ja noch. So, das dürfte mir das Achievement geben, weil ich beide Sachen anhatte. Jedoch ist die gute Frage. Das sind 40 Integrity. Ist aber nicht so viel mehr. Da wäre ich lieber bei den 10 Resistance. So. Das heißt, wenn ich Laura richtig verstanden habe, sind das hier Spiegelhalter. Tatsache sind es auch. Muss ich etwa erst alle Spiegel platzieren oder warum geht das nicht? Oder muss ich da erst eine Batterie platzieren? Ach, ich muss erst die Batterie platzieren, okay. Ich würde jetzt nur noch gern wissen, ob mir der Laser wehtut. Nö, tut er nicht. Der steht einfach nur hier rum. Hä? Du bist aber bös versteckt, Kumpel. Da bin ich jetzt nur mit Zufall drüber gefahren. Was hat das jetzt geöffnet? Gar nichts. Ist ja auch nett. Wofür bist du bitte? Oder muss ich den Laser ausschalten? Ich merke nicht, dass da was passiert. Also gut, ich brauche erstmal den richtigen Spiegel. Das bist nicht du, das bist nicht du, das bist wahrscheinlich du aus der Ecke da, oder? Nee, du auch nicht.
Ach, das bist du hier, oder? Ja, du, dich brauch... Nee, dich brauche ich auch nicht. Brauch dich nicht. Oder Lasers... Nee, halt, du bist falsch. Ich kann dich halt auch nicht drehen, gell? Nö. Und irgendeine Plattform zum Drehen sehe ich ja auch nicht. Die sind alle gleich ausgerichtet. Was sind die? Der Schmur jetzt. Ja, die sind alle in dieselbe Richtung ausgerichtet. Hä? Hier ist kein Knopf zum Drehen oder so. Und wenn ich dich abfeuere, geht's ins Nirvana. Ne, weil hier habe ich mich ja auch schon umgeguckt. Ja, erschreckt mich nicht so, Ventilation. Hauen bringt nichts. Die kann ich nicht mehr entfernen. Ja, ihr guckt alle in die Richtung. Warte mal, kann ich euch mit dem Ding da drehen? Wenn ich auf den Knopf drücke, dreht ihr euch dann? Nö. Ah, so drehe ich euch. Da muss man wirklich... auf die richtige Stelle klicken. So. Jetzt muss ich noch den letzten da rausholen. Hä? War das hier schon immer offen? Da ist nämlich noch so ein Receiver. Was passiert, wenn ich den anlese? Das müsste ja, glaube ich, so gehen. Jetzt habe ich was aufgehen gehört. Und wieder zu. Ah, letztes Secret. Toughness und Precision und ein Shredder. Bonus Attack per Stack Damage. Ach so, immer wenn ich einen Gegner angreife, dann nimmt der mehr Schaden. Oh, das könnte sich rentieren, auszuprobieren. Und ich equip doch mal die, weil die 10% Resistance sind jetzt nicht so wichtig. Das war falsch. Das lasert jetzt nämlich in die falsche Richtung. So, ich habe die Batterie. Den will ich mal ausprobieren. Weil er ist schnell. Das ist, kann man nicht abstreiten. Dadurch, dass ich auch noch die Imba-Rüstung trage, ist er noch schneller. Wenn er bei allen Gegnern die Rüstung reduziert, ist das sehr richtig cool. So, jetzt dem Golem seine Batterie geben. Da
Dann werden hier wahrscheinlich die Dinger aufgehen und der Golem wird pisst sein. Let's see whose side you're on, big boy. Okay, nicht nur der Golem ist pisst. Nein, der Golem ist auf meiner Seite. Das ist nicht gut. Oh. Aber der Dolch ist cool. Muss ich ehrlich zugeben. Das war mein Helferchen. Das war der. So, ich habe in einem von den Dingern einen Hebel gesehen. Also mindestens einem von den Dingern. Da ist keiner, da ist auch keiner. Okay, da war das nur der eine Hebel. Okay. Kisten. Zwei Repair Packs, das ist sehr schön. Munition, das ist auch gut. Elite Blowtorch. Was fehlt mir denn jetzt noch? Nichts mehr. Weil die, den Switcher und den Manipulator, den kann ich nicht. Ah doch, hier, den Superior Discharger, den Discharger brauche ich noch. Zwei Energy Cells, das ist gut. Munition und der Schlüssel zu Lovers. Labor müsste, Lovers Büro müsste das sein. Weil hier oben bin ich fertig, oder? Ja, ich habe alle Secrets, ich bis hier oben alles gefunden haben. Und soweit ich weiß, der noch, mich noch erinnern kann von der letzten Aufnahmesession. Müsste Lovers Büro das einzige sein, was wir noch haben. Ja gut, der Dolch ist cool, was vor allem was den Schadensoutput und die Angriffsgeschwindigkeit angeht. Hat halt den einen Nachteil. Oh, wir sind auf einem guten Weg zum letzten Level Up. Hat halt den Nachteil, dass wir nicht den Damage heilen. Warum macht Laura hier kulturelle Sachen? Warum bin ich jetzt weggeportet worden? Okay. Sick and tired of these games. Someone's going to pay. Solange es nur Teleporter sind und keine Gegner. Ich weiß halt echt nicht, ob ich mich porte oder ob ich in die falschen Teleporter springe. Ich kann leider auch keine Markierungen oder so setzen.
Und ich sehe nichts. Okay. Ich habe hier den einen Teleporter. Jetzt stehe ich so. Geh mal hier rein. Bin jetzt wahrscheinlich woanders. Bin jetzt immer noch woanders. Sick and tired of these games. Someone's going to pay. Sehe ich hier irgendeinen Hinweis darauf, welches der richtige Porter ist? Oder einen Hinweis, in welcher Kammer ich bin? Da oben ist nur Licht. I'm sick and tired of these games. Someone's going to pay. Irgendwo muss es doch einen Hinweis geben. Vor allem, ob ich mich in einen anderen Porterraum bewege oder nicht.